Sie wünschen? Ein Zimmer, bitte. Tut mir leid, Sir, aber das geht nicht. Aber das ist doch ein Hotel, oder etwa nicht? Das Schild sagt... Dies ist zwar ein Hotel, aber ein sehr exklusives, Sir. Nicht für jedermann, wenn Sie verstehen. Außerdem haben wir heute Abend geschlossene Gesellschaft. Aber das können Sie mir nicht antun. Wir sind doch hier mitten im Nichts. Draußen wird es schon dunkel. Ich schaffe es nie zurück in die Stadt bei dem Wetter. Wie schon gesagt, Sir. Es tut mir leid, aber ich habe meine Anweisungen. Mein Gott, Baker, lassen Sie ihn doch rein. Sie sehen doch, dass er völlig durchgefroren ist. Soweit ich weiß, haben Sie in diesem Haus keinerlei Entscheidungsbefugnis, Mr. Fulham. Da haben Sie recht. Aber dafür habe ich eine ziemlich starke rechte Faust und mit der könnte Ihre Nase Bekanntschaft machen, wenn Sie den Mann nicht endlich reinlassen. So eine Unverschämtheit, das muss ich mir nicht bieten lassen. Nicht von einem wie Ihnen. Ich werde sofort Monsieur Vernon davon in Kenntnis setzen. Ja, tun Sie das. Unglaublich. Kommen Sie rein. Bei dem Wetter würde man ja keinen Hund vor die Tür jagen. Vielen Dank. Ich weiß zwar nicht, wer Sie sind, aber ich fürchte, Sie haben sich gerade keine Freunde gemacht. Ach, was soll's. Das ist heute eh mein letzter Abend hier. Henry Fulham. Ich bin einer von den Dienern. Pater Brown, Ihr letzter Abend? Ich arbeite hier nur aushilfsweise. Genau einmal im Jahr, um genau zu sein. Aber heute bin ich schon das vierte Jahr dabei. Und darum ist es mein letztes Mal. Das verstehe ich nicht. Ach, ist auch ziemlich kompliziert. Hat mit diesem komischen Club zu tun, der sich heute Abend hier trifft. Der Club der 12 Fischer. Fischer, die sich so ein Hotel leisten können? Nein, die nennen sich nur so. In Wahrheit sind das alles stinkreiche Männer, hohe Tiere, die ihren ganz exklusiven Club haben wollen. Und mit dem treffen sie sich einmal im Jahr hier im Hotel Vernon. Jetzt verstehe ich aber immer noch nicht, warum das hier ihr letzter Abend ist. Die haben so einen Zahlentick in diesem Club. Der Club hat immer genau 12 Mitglieder. Und sie treffen sich hier jedes Jahr am 9.9. und beginnen mit dem Dinner um Punkt 9 Uhr abends und 9 Minuten. Jedes Jahr werden sie von genau 12 Dienern bedient. Und jeder dieser Diener darf sie insgesamt nur 4-mal bedienen. Also 4 Jahre hintereinander. Und für mich ist es heute das 4. Mal. Und außer den Dienern dürfen sich nur noch genau 24 weitere Personen im Haus aufhalten. Alle Zimmermädchen, Leute aus der Küche und der Hoteldirektor inklusive. Darum ist es ja auch so ein Drama, dass sie ausgerechnet heute hier reinschneien, um nach einem Zimmer zu fragen. Ein merkwürdiger Verein. Nicht nur merkwürdig, total verrückt sind die. Wenn ich mir beim Servieren anhören muss, worüber sich die Großköpfe unterhalten, dann wird mir sowieso ganz anders. Aber naja. Man muss die Dinge einfach anders sehen. Und wie? Als Charakterstudie. Die Jobs als Kellner und Diener mache ich nur, um Menschen zu studieren. Naja, und wegen dem Geld halt. Eigentlich versuche ich als Schriftsteller Karriere zu machen. Wirklich? Ja, und früher oder später werde ich Erfolg haben, das verspreche ich Ihnen. Da sehen Sie, er hat ihn reingelassen. Ich war das nicht, Monsieur Vernon. Fulham war's. Natürlich, Mr. Fulham mal wieder. Ich werde sehr froh sein, wenn Sie dieses Haus morgen auf Nimmerwiedersehen verlassen, Mr. Fulham. Ich weiß, Monsieur Vernon. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten Sie schon Ihr zweites Jahr bei mir nicht erlebt. Aber die Tradition der Herren verlangt ja nun mal anderes. Gott sei Dank, Sir. Ich bezweifle, dass man ihm dafür danken sollte. Apropos Gott, ich weiß nicht, was Sie hier wollen, Herr Pfarrer, aber ich muss Sie leider bitten, mein Haus umgehend wieder zu verlassen. Mein Name ist Pater Brown. Ich habe heute Nachmittag einer armen Seele draußen in Sturton die letzte Ölung gegeben. Auf dem Rückweg hat mich das Unwetter überrascht und ich muss mich verlaufen haben. Aber die weise Fügung unseres Herrn hat mich mitten im größten Sturm und Regen vor die Tür Ihres Hotels geführt, wo ich demütig ein Quartier für die Nacht erbitte. Das geht nicht. Wir haben heute geschlossene Gesellschaft. Aber Ihre Gesellschaft kann doch ruhig geschlossen bleiben. Ich möchte nur ein Bett für die Nacht. Geschlossene Gesellschaft ist geschlossene Gesellschaft. Ich bitte Sie, Monsieur, machen Sie eine Ausnahme. Ausgerechnet diese geschlossene Gesellschaft ist für Ausnahmen aber überhaupt nicht zu begeistern. Es muss ja keiner erfahren. Ich werde auch ganz still sein. Ja. Nein. Nein, es geht nicht. Sie wollen mich also wieder vor die Tür jagen? Bei diesem Wetter? In einer halben Stunde ist es dunkel.
Ich bitte Sie, Monsieur Vernon, um der Liebe Gottes willen, nehmen Sie mich auf. Weisen Sie mich nicht zurück, wie dereinst Josef und Maria zurückgewiesen wurden. Geben Sie mir einen bescheidenen Stall zur Unterkunft. Seien Sie mein Bethlehem. Also gut, Sie können bleiben. Vielen herzlichen Dank, Monsieur. Aber nicht in den Gästezimmern. Es darf Sie keiner von den Gästen zu Gesicht bekommen. Es müsste doch noch eins von den Personalzimmern frei sein, Baker. Nun, das Zimmer direkt gegenüber von meinem ist frei. Gut, Baker. Geben Sie Fulham den Schlüssel für das Zimmer. Sir, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Jetzt machen Sie schon. Ich will, dass diese Störung so schnell wie möglich ein Ende hat. Nicht auszudenken, wenn Mr. Audley oder einer der anderen Herren mitbekommt, dass sich im Haus eine überzählige Person aufhält. Jawohl, Monsieur Vernon. Hier. Danke, Baker. Und Sie versprechen mir, dass Sie keinen Mucks machen werden. Keinen Mucks, es sei denn, die göttliche Fügung verlangt etwas anderes von mir. Die göttliche Fügung soll sich heute um andere Dinge kümmern. Zeigen Sie ihm das Zimmer, Fulham, und dann gehen Sie gefälligst wieder an Ihre Arbeit. Die Herren sind bereits im Salon. Wird gemacht, Sir. Bitte hier lang, Pater. Der Personaltrakt liegt hinter der Garderobe. Guten Abend, Mildred. Guten Abend, Henry. Dich habe ich ja heute noch gar nicht gesehen. Ja, so kann's gehen. Mildred ist unsere Garderobiere. Ah ja. Verzeihen Sie mir, Sir, aber ich glaube nicht, dass das eine gute Idee war. Dieser Pater riecht für mich nach Ärger. Und meinem Instinkt kann ich immer trauen. Ich kann nur hoffen, dass sich Ihr Instinkt heute ausnahmsweise irrt, Baker. Güte, Sie sind ja wirklich pitschnass. Kommen Sie, ziehen Sie die Soutane aus. Ich nehme sie mit und hänge sie zum Trocknen auf. Sonst ist sie ja morgen noch feucht. Ich danke Ihnen wirklich sehr, Mr. Fulham. Ohne Sie würde ich wohl noch immer draußen vor der Tür stehen. Dass Sie hier sind, verdanken Sie allein sich selbst. Die Nummer mit Maria und Josef und dem Stall in Bethlehem war schon ziemlich beeindruckend. Das muss ich mir merken. Ach, und bitte nennen Sie mich doch Henry. Mr. Fulham klingt so förmlich. Gerne. Soll ich Ihnen beim Beziehen helfen? Das wäre sehr freundlich. Aber müssen Sie denn nicht wieder nach oben? Ach, Unsinn. Die hohen Herren wissen sich bei ihrem Aperitif schon allein zu helfen. So. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie froh ich bin, wenn ich mit diesem idiotischen Verein ab morgen nichts mehr zu tun habe. Überhaupt habe ich so satt, mich von dieser sogenannten besseren Gesellschaft hin und her schubsen zu lassen. Seien Sie mal ehrlich, Pater, was unterscheidet uns denn schon groß voneinander? Nichts. Ich bin genauso ein Mensch wie diese Bonzen da oben. Und wenn hier die feinen Herrschaften in ihren Fracks und die Diener in ihren Fracks durchs Haus laufen, glauben Sie, irgendein Außenstehender könnte da Herr und Diener voneinander unterscheiden? Das können wir ja mitunter nicht mal selbst. Ach. Ja, wegen diesem idiotischen Ritual mit den neuen Dienern in jedem Jahr. Neue Diener? Naja, da jeder Diener nur 4 Jahre dabei sein darf, aber auch immer welche dabei sein sollen, die sich auskennen, gibt es in jedem Jahr 3 Diener im 4. Jahr, 3 im 3., 3 im 2. und 3, die ganz neu sind. Das ist ja fürchterlich kompliziert. Und noch dazu vollkommen schwachsinnig. Aber so ist es nun mal. Natürlich gibt es in jedem Jahr auch 1 oder 2 neue Mitglieder in dem Club, weil die Herren alle steinalt sind und sterben wie die Fliegen. Und dann muss immer sofort ein neues Mitglied her. Nennt sich ja schließlich der Club der 12 Fischer. Nicht 10, nicht 11, nein, 12. Neue Kollegen, neue Clubmitglieder, alle im Frack. Da kann es schon mal zu Verwechslungen kommen. Ist zum Glück nicht oft passiert, weil man die feinen Herren immer recht schnell an ihrem arroganten Auftreten erkennt. Trifft sich der Club denn nur einmal im Jahr? Nein, nein, schon öfter. Einmal im Monat, glaube ich. Aber einmal im Jahr feiern sie hier ihr Jahrestreffen. Sie reisen am 9.9. an, dinieren und halten im Anschluss eine feierliche Sitzung ab, in der sie ihren eigenen Reichtum zelebrieren. Dann übernachten sie. Und am nächsten Morgen reisen sie wieder ab. Monsieur Vernon ist bei diesen Jahrestreffen immer fürchterlich aufgeregt, dass auch ja kein Fehler passiert. Wenn Sie mich fragen, spekuliert er darauf, selbst irgendwann Mitglied zu werden. Wer in dem Club ist, gehört schließlich zur absoluten Elite des Landes.
Wie zelebriert man denn den eigenen Reichtum? Ist das Essen so teuer? Das sowieso. Aber noch dazu zahlen alle auf der Sitzung ihren Mitgliedsbeitrag für das folgende Jahr. Und zwar in Geld und Juwelen. Mir treibt es jedes Jahr die Tränen in die Augen, wenn ich sehe, wie viel Geld diese Leute besitzen und wofür sie es ausgeben. Und da sind Sie nie in Versuchung geraten? In Versuchung? Jedes Jahr bin ich in Versuchung, einfach auf den Tisch zu springen, mir das Geld und die Juwelen zu schnappen und davonzurennen. Aber ich habe mich bisher immer noch beherrschen können. Das ist auch gut so. Da bin ich mir inzwischen gar nicht mehr so sicher. Warum müssen wir hier unten in diesen quietschenden, harten Betten liegen, während sich die feinen Herren in den Gästezimmern direkt über uns in ihren weichen Himmelbetten regeln? Das ist doch nicht gerecht. Warum sind die einen reich und regieren die Welt und die anderen sind arme Schlucker, die nichts zu sagen haben? Dagegen muss doch irgendjemand mal was unternehmen. Vor dem Herrn sind wir letztlich alle arme Schlucker. Ich hoffe, dass Ihnen das ein kleiner Trost ist, Henry. Nicht wirklich. Aber naja, sei es drum. Ich gehe jetzt mal wieder nach oben. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. Und die Soutane? Die bringe ich Ihnen noch morgen vor dem Frühstück wieder zurück. Trocken. Herzlichen Dank. Warten Sie. Meine Reisebibel. Ich habe sie immer bei mir in der Soutane. Ich werde jetzt noch ein bisschen darin blättern und dann haue ich mich aufs Ohr. Ich bin nämlich entsetzlich müde. Und ich werde den Reichen dieser Welt jetzt wieder mal ihre Gläser füllen. Gute Nacht, Pater. Monsieur Vernon? Mr. Audley, stets zu Diensten. Ist alles vorbereitet? Selbstverständlich. Alles ist nach Ihren Wünschen arrangiert worden. 12 Diener. Die 3 Neuen habe ich persönlich ausgesucht und auf ihre Vertrauenswürdigkeit untersuchen lassen. Sehr schön. Und ansonsten? Ansonsten genau 24 weitere Personen im Haus. Dienstpersonal sowie meine Wenigkeit. Schön. Wirklich sehr schön. Mr. Harrington? Ja, Herr Präsident? Mr. Harrington, ich möchte Sie bitten, mich daran zu erinnern, dass wir die Liste der Tagesordnungspunkte um ein weiteres Thema ergänzen. Natürlich, Herr Präsident. Um welches, wenn ich fragen darf? Ich möchte dem Club vorschlagen, Monsieur Vernon auf die Liste der Anwärter auf die Clubmitgliedschaft zu setzen. Ich bin tief geehrt, Mr. Audley. Schon gut, Monsieur. Sie haben es sich verdient. Die treuen und stets verlässlichen Dienste, die Sie dem Club in den vergangenen Jahren geleistet haben, rechtfertigen Ihre Anwartschaft voll und ganz. Außerdem lässt Ihre gesellschaftliche Stellung keinen Zweifel zu, dass Sie die Grundbedingungen für eine Mitgliedschaft erfüllen. Vielen Dank, Monsieur. Danken Sie mir nicht zu früh. Bis zu Ihrer tatsächlichen Mitgliedschaft können noch Jahre vergehen, Sie wissen ja. Wir haben immer nur 12 Mitglieder. Selbstverständlich, Mr. Audley. Bei der Gelegenheit sind die Mitglieder des Clubs bereits vollzählig? Ich denke schon. Allerdings fehlen mir hier ein paar Gesichter. Mr. Harrington? Ich habe bereits alle Clubmitglieder persönlich gesehen, Herr Präsident. Soweit ich weiß, haben alle bereits ihre Zimmer bezogen. Einige wollten sich noch die Beine vertreten, aber es werden alle pünktlich zum Dinner hier sein. Sehr schön, sehr schön. Also dann, Monsieur, Dinner um 8:50. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Was war das? Henry, sind Sie da? Wo hat er noch die Soutane hingetan? Ich kann doch hier nicht halbnackt. Die Garderobiere. Bitte sehr, Ihre Nummer, Sir. Danke. Und gehen Sie vorsichtig mit dem Mantel um. Es ist ein feiner Stoff. Der verträgt die groben englischen Kleiderbürsten nicht. Jawohl, Sir. Hallo, Mrs. Mildred. Oh, wer sind Sie? Was wollen Sie? Hilfe, ein Wüstling! Bitte beruhigen Sie sich. Ich bin kein Wüstling. Ich bin Pater Brown. Vielleicht erinnern Sie sich, vor einer Stunde bin ich mit Henry Fulham hier vorbeigekommen. Der Priester? Genau. Und warum tanzen Sie hier im Unterhemd vor einer Frau rum? Mr. Fulham war so freundlich, meine Soutane mitzunehmen, um sie irgendwo zum Trocknen aufzuhängen. Aber ich weiß leider nicht wo. Wahrscheinlich in der Waschküche. Warten Sie, ich sehe nach. Hier, ziehen Sie so lange meinen Kittel über. Sie können doch nicht hier halbnackt rumstehen. Danke. Dauert nur einen Moment. Nummer 7. Bitte? Mein Mantel Nummer 7 und schnell bitte, ich hab's eilig. Ah, Nummer 7, aber natürlich. Wollen Sie uns schon wieder verlassen, Sir? Ich dachte, das Dinner beginnt gleich erst. Ich will mir nur ein wenig die Beine vorm Haus vertreten, ehe es losgeht. Allerdings weiß ich nicht, was Sie das angeht. Verzeihung, Sir. Ja, können Sie denn nicht aufpassen, Sie Trottel? Entschuldigen Sie bitte, Sir, ich habe Sie nicht gesehen. Dann machen Sie Ihre Augen auf. Blöder Kerl. Sieh dir das an, Mildred. Der halbe Frack ist versaut. Hast du vielleicht irgendein Tuch, mit dem ich das sauber machen kann? Mildred? Donnerwetter, du hast dich aber in der letzten Stunde verändert. Sind Sie jetzt zum Garderobier aufgestiegen, Pater? Nur aushilfsweise. Sie geben eine wunderbare Figur ab in dem Kittel. Danke. Trotzdem ist mir meine Soutane lieber. Mildred ist gerade unterwegs, um sie zu suchen. Ich habe sie in die Waschküche an den Ofen gehängt. Aber ich hätte sie Ihnen schon noch gebracht, Pater. Das glaube ich. Aber ich brauche sie leider schneller als erwartet. Ich dachte, Sie wollten sich hinlegen. Das habe ich auch getan. Aber dann habe ich oben im Flur Schritte gehört. Seltsame Schritte. Und dann ist auf einmal irgendwas Großes zu Boden gefallen. Und darum wollte ich nach dem Rechten sehen. Das lassen Sie mal lieber bleiben, wenn Monsieur Vernon oder Baker Sie heute Abend außerhalb des Personaltrakts hier im Haus sehen, werden Sie mit Sicherheit sofort an die frische Luft gesetzt, mit oder ohne Soutane. So, hier ist das gute Stück. Ist schon wieder ganz trocken. Ah. Henry, was machst du denn hier? Müsstest du nicht längst drinnen sein? Oh, verdammt, kurz vor 9. Mildred, hast du irgendwo einen Besen und ein Tuch? Mir ist eben das Tablett runtergefallen, weil mich einer von diesen feinen Pinkeln angerempelt hat. Der Besen steht hier hinten um die Ecke. Mildred, du bist ein Schatz. Ihr Kittel, Mrs. Mildred. In meinem eigenen Kittel fühle ich mich doch deutlich wohler. Steht Ihnen auch besser, Pater. Kann ich helfen? Es geht schon, aber ich muss mich beeilen. Vernon dreht mir den Hals um, wenn ich nicht innerhalb der nächsten paar Minuten im Speisesaal bin. Guten Abend, Sir. Schon zurück? Das geht Sie nichts an. Ihre Nummer, Sir. Was für ein sympathischer Herr. Erst rennte sie ohne ein Wort der Entschuldigung um und jetzt diese Freundlichkeit. Ja, so sind die alle. Daran habe ich mich schon gewöhnt. Wobei ich den Knaben noch nicht kenne. Muss wohl neu sein im Club. So, und jetzt muss ich. Bis dann, Pater. Halt! Was ist denn mit den seltsamen Schritten und dem Gerumpel oben im Flur mit den Gästezimmern? Vielleicht habe ich später Zeit nachzusehen. Machen Sie das bloß nicht selbst. Das würde ich doch niemals wagen. Fulham, Mensch, wo bleiben Sie denn? Es ist 8:08. Immer mit der Ruhe, ich bin ja noch rechtzeitig. Sie bringen mich noch an den Rand des Wahnsinns. Meine lieben Freunde, liebe Mitglieder des Clubs der 12 Fischer, ich heiße euch willkommen zu unserem diesjährigen feierlichen Dinner.
Herr Präsident. Ja, Mr. Harrington, was ist denn? Es stimmt etwas nicht. So? Was denn? Es sind doch alle da. Aber die Diener, sehen Sie, Herr Präsident, es sind nur 11. Es fehlt ein 12. Diener. Was? Monsieur Vernon, was hat das zu bedeuten? Ich bin untröstlich, Mr. Audley. Sie wissen, wie bedeutsam für uns die Einhaltung der korrekten Zahlen ist. Ich weiß, Mr. Audley, und ich schwöre Ihnen, ich habe heute Nachmittag noch persönlich mit jedem einzelnen Diener gesprochen. Es waren genau 12. 3 im 4. Jahr, 3 im 3., 3 im 2. und 3 neue. Genauso, wie es Ihre Regeln verlangen. Dann will ich auf der Stelle wissen, wo dieser 12. Diener ist. Und was soll das? Sie wissen, dass wir keinerlei Störung wünschen. Ich weiß auch nicht, Mr. Audley. Ein Priester? Monsieur Vernon, Sie wollen mir doch wohl nicht erzählen, dass Sie außer uns heute Nacht noch einen weiteren Gast beherbergen. Das bringt ja alle Zahlen durcheinander. Ein Skandal ist das. Ich bin ruiniert. Ich störe nur ungern, aber oben bei den Gästezimmern liegt ein toter Mann im Frack. Ich dachte, ich sollte Sie davon in Kenntnis setzen. Aber das ist doch nicht möglich. Der 12. Kellner. Ruhe, Ruhe, meine Freunde! Was haben Sie denn bei den Gästezimmern zu suchen? Ist das nicht vollkommen egal in Anbetracht dieser Umstände? Monsieur Vernon, vielleicht sollten Sie mit mir hochgehen und nachsehen, ob dieser Mann einer Ihrer Bediensteten ist. Die Polizei wird das sicherlich interessieren. Die Polizei? Natürlich, ich komme mit Ihnen. Und vielleicht könnten Sie Ihren Butler beauftragen, die Polizei zu informieren. Natürlich, natürlich. Ich werde Sie ebenfalls begleiten. Als Präsident des Clubs der 12 Fische habe ich das Recht zu erfahren, was heute Abend hier in diesem Hause geschehen ist. Von mir aus. Und ich komme auch mit, Pater. Wenn das kein Stoff für einen Roman ist, soll mich der Teufel holen. Für meinen Geschmack hat der Teufel heute schon zu viele Seelen geholt, mein lieber Henry. Eine Katastrophe. Ist dieser Mann einer Ihrer Angestellten, Monsieur Vernon? Ja, das ist Charles Millwood, einer von den Dienern. Armer Charlie. Er war im 4. Jahr, genau wie ich. Wäre heute sein letztes Mal gewesen. Jemand hat ihm mit der Bronzestatue da hinten den Schädel eingeschlagen. An der Statue kleben noch frisches Blut und Haare. Er muss sofort tot gewesen sein. Dann hat der Täter nach einem Versteck gesucht und ihn ans Ende des Flurs hinter diese Pflanzen gezogen. Wie schrecklich. Eine schreckliche Sache, zugegeben. Allerdings finde ich es deutlich schrecklicher, dass ein Mörder Ihr Hotel betreten kann, ohne dass Sie etwas dagegen unternehmen, Monsieur. Was soll ich denn tun? Nun, als erstes sollten Sie das Gebäude verriegeln. Am Ende kommt der Kerl nochmal zurück und dann geht es einem von den Clubmitgliedern an den Kragen. Als Clubpräsident muss ich mich daher entschieden für die Einleitung von Sicherheitsmaßnahmen einsetzen. Und was, wenn der Mörder noch im Hotel ist? Machen Sie sich nicht lächerlich. Jeder normale Mensch würde doch nach einem solchen Verbrechen erstmal fliehen. Jeder normale Mensch, ja. Aber was, wenn er nicht normal ist? Ja, und dass er einfach so grundlos einen Menschen erschlägt, zeigt ja wohl, dass er nicht ganz normal ist. Oh, der Mörder hat ihn nicht grundlos erschlagen. Ach. Jemand ist in alle Zimmer eingebrochen und hat die Wertgegenstände gestohlen. Und Mr. Millwood muss ihn wohl dabei ertappt haben. Was? Alle Wertgegenstände? Gestohlen? Sehen Sie selbst nach. Die Schlösser von allen Zimmern sind aufgebrochen. Das ist doch nicht möglich. Mein Zimmer. Meine Sachen, alles durchwühlt. Monsieur Vernon, sehen Sie sich das an. Ich bin wirklich untröstlich, Mr. Audley. Sagen Sie mal, sind Sie sicher, dass Sie Priester sind und kein Kriminalbeamter? Sie gehen diese Sache ja ganz schön professionell an. Ich bin sicher, dass ich Priester bin, Henry. Ganz sicher sogar. Es ist nur so, dass ich schon ein- oder zweimal mit Mordfällen zu tun hatte. Darum kenne ich mich ein wenig aus. Ein Skandal ist das, Monsieur Vernon. Ein veritabler Skandal. Ich bin zutiefst beschämt, Mr. Audley. Ich werde sofort die Clubmitglieder darüber informieren. Und dann werden Sie die Konsequenzen zu tragen haben, Monsieur. Ich sag's doch, ich bin ruiniert. Kopf hoch, Monsieur Vernon. Noch ist nicht aller Tage Abend. Apropos Abend. Henry, könnten Sie mir wohl eine Lampe besorgen? Ja klar, wofür denn? Ich würde mich gern draußen in der Nähe des Hotels ein wenig umschauen. Sollten Sie das nicht lieber der Polizei überlassen, Pater? Die wird schon genug damit zu tun haben, den Tatort zu untersuchen und das Haus nach den gestohlenen Wertsachen zu durchwühlen. Mein Gott,
Daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Außerdem ziehe ich es vor, meine Untersuchungen unabhängig von denen der Polizei zu machen. Man bekommt sonst nur Ärger. Wollen Sie mir helfen, Henry? Aber unbedingt. Meine Freunde, es ist etwas Entsetzliches geschehen. Aber das wissen wir doch schon. Ach was, ein toter Diener, wen interessiert das schon? Wir sind ausgeraubt worden, meine Herren. Was meinen Sie mit ausgeraubt, Herr Präsident? Was soll ich damit schon meinen? Irgendein Schuft hat sämtliche Zimmer aufgebrochen und all unsere Wertsachen gestohlen. Alles Geld, alle Juwelen, alles, was wir zur Zahlung des Mitgliedsbeitrags bei uns hatten. Was? Der Diener muss ihn dabei erwischt haben und darum wurde er erschlagen. Das ganze Geld. Wenn das wahr ist, kann ich nicht mal die Kutschfahrt nach Hause bezahlen. Mir geht es nicht anders. Tja, meine Herren, es sieht so aus, als wären wir auf einmal arm. Natürlich nur vorübergehend. Aber immerhin. Was für ein ungewöhnliches Gefühl. Ungewöhnlich unangenehm. Nun ja, hoffen wir, dass die Polizei bald hier eintrifft. Vielleicht schnappen sie den Kerl ja heute Abend noch irgendwo auf der Flucht. Ich habe Hunger. Ich habe mir sagen lassen, das sei ganz normal, wenn man arm ist, mein Guter. Ach wirklich? Interessant. Jetzt sagen Sie mir doch bitte noch mal genau, was wir hier draußen eigentlich suchen, Pater. Raten Sie, Henry. Ich denke, Sie wollen Schriftsteller werden. Da kann man doch ein bisschen Fantasie erwarten. Glauben Sie, der Mörder ist hier draußen noch irgendwo? Wenn ich recht habe mit dem, was ich vermute, ist er nicht hier draußen. Dafür aber etwas anderes. Und was vermuten Sie? Ich vermute, dass derjenige, den wir suchen, genau wusste, nach welchen Regeln dieses Jahrestreffen vor sich geht. Und dass er sich diese Regeln zunutze gemacht hat, um unerkannt zu bleiben. Ich verstehe kein Wort. Die Regeln des Clubs wollen es, dass in jedem Jahr unter den Dienern jeweils 3 neue sind. Das haben Sie mir doch selbst so erklärt. 3 neue Gesichter, die bis zum Dinner keiner der alten Kollegen kennt. Keiner außer Monsieur Vernon. Im Haus stellen sich also alle darauf ein, dass während des Jahrestreffens auf jeden Fall Männer mit fremden Gesichtern im Haus herumlaufen. Sie meinen also, dass einer von den Neuen der Dieb ist, der Charlie erschlagen hat? Nicht so voreilig. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass sich der Täter diese Tatsache zunutze gemacht hat. Auf die Idee haben übrigens Sie mich gebracht, Henry. Ich? Ja, erinnern Sie sich, dass Sie mich heute Abend gefragt haben, mit welcher Berechtigung es eigentlich solche Unterschiede zwischen den Menschen gibt? Menschen, die im Frack alle gleich aussehen, Herren wie Diener. Natürlich. Und genau diesen Gedanken hatte auch schon jemand vor Ihnen. Der Mann, der die Zimmer aufgebrochen und die Wertsachen gestohlen hat, trug einen Frack. Und je nachdem, wem er im Flur auf dem Weg von Zimmer zu Zimmer begegnet ist, hat er sich entweder so benommen wie einer der Diener oder wie ein Mitglied des Clubs. Wie kommen Sie auf so eine Idee? Es waren die Schritte. Die seltsamen Schritte, die ich oben im Gästeflur gehört habe, während ich im Bett lag. Mal waren die Schritte die eines gesetzten Gentlemans. Und mal die eines flinken Dieners. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Mein voller Ernst. Und der große Rums, den ich oben gehört habe, das war Ihr Kollege Mr. Millwood, der zu Boden gefallen ist. Sie wollten mir ja bei der Garderobe nicht glauben, dass etwas Schlimmes passiert ist. Na, wer rechnet denn auch schon mit sowas? Da haben Sie wohl recht. Damit hat nicht mal der Mörder selbst gerechnet. Ich bin sicher, dass er eigentlich nichts weiter wollte, als die Wertsachen stehlen. Aber leider ist ihm Mr. Millwood in die Quere gekommen. Irgendwie muss Ihrem Kollegen der fremde Mann im Frack nicht ganz geheuer vorgekommen sein. Und als er erkannte, was dieser Fremde tat, war es schon zu spät. Der Dieb hat ihn erschlagen. Donnerlittchen, ein Abend mit Ihnen ist wirklich spannender als jeder Kriminalroman. Ja, leider. Aber wer war es denn jetzt? Doch einer der 9 Diener, wie ich gesagt habe, nicht wahr? Ich habe diese Idee mit den 3 neuen Dienern pro Jahr immer für kompletten Unsinn gehalten. Wie kommen Sie darauf? Naja, wenn es keiner der 9 war, muss es ja einer von denen gewesen sein, die ich schon kenne. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Die sind
durch die Bank alle ziemlich gutmütige Knaben. Von denen würde keiner einen solchen Raubzug veranstalten. Geschweige denn einen von den Kollegen erschlagen. Wer sagte Ihnen, dass es überhaupt einer der Diener gewesen ist? Die sonstigen Frackträger sind doch alle Clubmitglieder. Und? Na, hören Sie mal, warum sollte denn von denen jemand die anderen ausrauben? Die haben doch alle Geld wie Heu. Wer in diesem Club Mitglied ist, muss stinkreich sein, sonst wird er nicht Mitglied. Und wenn er arm wird, während er schon Mitglied ist und das keiner wissen soll? Sie haben doch selbst gesagt, dass es während des Jahrestreffens üblich ist, einen üppigen Mitgliedsbeitrag zu entrichten. Was, wenn eines der Clubmitglieder inzwischen verarmt ist und nicht zahlen kann? Er könnte durch so einen Diebstahl nicht nur seine eigene Armut vertuschen, sondern gleichzeitig eine ganz hübsche Summe erbeuten. Das wäre wirklich ein äußerst witziger Gedanke, Pater. Ein armer Reicher. Sowas soll vorkommen. Aber sagen Sie mal, wenn der Mann, den wir suchen, einen Frack trägt und alle Clubmitglieder und alle Diener noch im Haus sind, dann ist doch auch der Mörder unter ihnen, oder? Richtig. Dann verstehe ich umso weniger, was wir eigentlich hier draußen wollen. Herausfinden, welcher dieser Herren im Frack unser Mann ist. Mitten in der Nacht im strömenden Regen? Sehen Sie, Henry, ich überprüfe eine Theorie. Die würde ich wirklich gerne hören. Ursprünglich hatte der Dieb wahrscheinlich vor, die Wertsachen, die er gestohlen hatte, bis zur Abfahrt in seinem Zimmer zu verstecken. Niemand, nicht einmal die Polizei, hätte eines der Clubmitglieder des Diebstahls verdächtigt. Eben weil es ein so absurder Gedanke ist, dass ein Reicher Wertsachen stiehlt. Man hätte die Zimmer der Dienstboten durchsucht und wäre unverrichtete Dinge wieder abgezogen. Aber durch den Mord änderten sich die Dinge. Jetzt musste er davon ausgehen, dass die Polizei das ganze Haus sehr gründlich durchsuchen würde. Auch die Zimmer der Clubmitglieder. Er musste die Wertsachen also irgendwie loswerden. Nicht für immer, nur so lange, bis die Polizei die Untersuchung abgeschlossen hat. Und so ein Versteck findet man am besten draußen in der Nähe des Hauses. Zum Beispiel in einem Astloch wie diesem. Halten Sie mal die Lampe hoch. Aha! Jetzt sagen Sie bloß, Sie haben was gefunden. Das habe ich in der Tat. Allerdings nicht das, was wir suchen. Aua! Vogelmist. Igitt. Sieht so aus, als hätten wir zu Unrecht die Nachtruhe eines unschuldigen Vogels gestört. Hier, wischen Sie es ab. Monsieur Vernon ist ein Vogelnarr. Seitdem er den Vögeln mit seinem Futterhaus das Essen quasi auf dem silbernen Tablett serviert, brüten die hier überall. Ein Futterhaus für Vögel? Ja, hinterm Haus. Henry, Sie sind ein Genie. Ach, finden Sie? Führen Sie mich hin. Wohin? Na, zu dem Futterhaus. Haben Sie noch nicht genug von Vögeln? Henry? Schon gut, schon gut. Da lang. So. Da ist es. Hab ich's mir doch gedacht. Die gestohlenen Sachen? So ist es. Sind Sie sicher? Entweder das oder das Diebesgut einer diebischen Elster. Allerdings wäre es mir unbekannt, dass Elstern neuerdings auch Geldscheine stehlen. Donnerlittchen. Na, das wird die Bonzen da drin aber ganz schön freuen. Wenn wir auch nach wie vor nicht wissen, wer für die ganze Sache verantwortlich ist. Aber das tun wir. Ach. Oh ja, das war doch meine kleine Theorie, die ich überprüfen wollte. Und jetzt, wo wir die Sachen gefunden haben, weiß ich auch, wer sie hier versteckt hat. Nämlich? Sagen Sie, Henry, finden Sie nicht, dass dieses Wetter fürchterlich unangenehm ist? Ich denke, wir sollten reingehen und uns ein wenig im Salon aufwärmen. Sie können mich doch hier nicht einfach auf die Folter spannen. Hey, Pater, haben Sie mich verstanden? Folter ist unmoralisch. Das sollten Sie doch am besten wissen. Pater! Und der Mitgliedsbeitrag? Was wird denn jetzt aus dem jährlichen Mitgliedsbeitrag? Wie sollen wir denn heute Abend zahlen, wenn wir jetzt alle arm sind wie die Kirchenmäuse? Seien Sie unbesorgt. Ich bin sicher, da wird sich eine Lösung finden lassen. Auch Sie, Monsieur Vernon, müssen sich keine Gedanken über die Begleichung der diesjährigen Rechnung machen. Ich hatte diesbezüglich nicht den Anflug eines Zweifels, Herr Präsident. Wir zahlen unseren Beitrag einfach alle in der nächsten regulären Sitzung nächsten Monat.
Herr Präsident, ich muss darauf aufmerksam machen, dass die Clubsatzung eine Zahlung des jährlichen Mitgliedsbeitrags nur während des Jahrestreffens vorsieht. Herrgott, nochmal, Harrington. Dann müssen wir uns eben was einfallen lassen. Seien Sie doch nicht immer päpstlicher als der Papst. Verzeihen Sie unser Eindringen, meine Herren. Was wollen Sie denn schon wieder? Ihnen eine frohe Botschaft bringen. Mr. Fulham und ich haben draußen nämlich etwas gefunden. Im Futterhäuschen. Der dickste Fisch, den ich jemals in einem Vogelhäuschen gefunden habe. Drücken Sie sich bitte etwas deutlicher aus. Mr. Fulham und ich haben Ihre Wertsachen wieder gefunden. Bitte sehr. Zeigen Sie her. Ich muss Sie leider noch um einen Moment Geduld bitten. Ich denke, die Polizei sollte erst Fingerabdrücke von den Wertsachen nehmen, ehe sie sie zurückbekommen. Wir wollen doch schließlich keine Beweise vernichten. Natürlich, natürlich. Allerdings dachte ich, dass Diebe üblicherweise Handschuhe tragen. Wenn Sie Ihr Handwerk verstehen, schon. Aber ich habe Grund zu glauben, dass der Dieb dieser Gegenstände hier nicht viel Ahnung vom Metier eines Diebes hat. Ach, und was veranlasst Sie zu dieser Annahme? Die Tatsache, dass ich weiß, wessen Fingerabdrücke sich auf den Wertsachen befinden. Na dann raus mit der Sprache. Worauf warten Sie noch? Bitte, wie Sie wünschen. Es sind Ihre Fingerabdrücke, Sir. Was? Was soll das, Pater? Sie wollten es doch wissen. Was haben Sie dazu zu sagen, Mr. Higgins? Was soll ich dazu zu sagen haben, Herr Präsident? Natürlich befinden sich auf den Wertsachen meine Fingerabdrücke. Genauso wie Ihre und die aller anderen Mitglieder des Clubs. Schließlich gehören die Sachen ja uns. Natürlich. Das ist ja ganz klar. Pater Brown, ich weiß wirklich nicht... Ich bin aber sicher, dass sich Ihre Fingerabdrücke auf allen diesen Gegenständen befinden, Mr. Higgins. Und dafür kann es nur eine Erklärung geben. Sie sind derjenige, der die Sachen gestohlen und den unglücklichen Mr. Millwood erschlagen hat. Was erlauben Sie sich? Ich erlaube mir, die Wahrheit zu sagen. Die Tat wurde von jemandem verübt, der sich mit den Ritualen Ihres Clubs haargenau auskannte. Von jemandem, der wusste, dass hier in jedem Jahr neue Gesichter unter den Dienern sind, die vor dem Dinner weder dem übrigen Personal noch den Clubmitgliedern bekannt sind. Wie ich erfahren habe, ist auch Mr. Higgins in diesem Jahr zum ersten Mal beim Dinner dabei. Auch sein Gesicht ist dem Großteil des Personals also unbekannt. Das hat er sich zunutze gemacht. Er brach in Ihre Zimmer ein. Und wann immer er auf dem Flur jemandem begegnete, tat er entweder so, als sei er ein feiner Herr oder ein Diener, der dort irgendeine Arbeit zu verrichten hat. Ich bitte Sie, Pater Brown, ob jemand ein Diener ist oder ein feiner Herr, das erkennt man doch auf den ersten Blick. Ach, und woran? Sehen Sie sich doch mal um. Sie alle tragen dieselbe Kleidung, meine Herren. Diener wie Clubmitglieder. Alle tragen sie schwarze Fräcke. Aber es ist doch nicht nur die Kleidung. Es ist das ganze Auftreten. Und Sie meinen, es ist unmöglich für einen Diener, sich so zu verstellen, dass man ihn für einen Herrn hält? Oder für einen Herrn, sich so zu verstellen, dass man ihn für einen Diener hält? Nun ja. Allerdings wäre ich niemals so schnell dahinter gekommen, welches Ihrer neuen Mitglieder für diese Tat verantwortlich ist, wenn Mr. Higgins vor dem Dinner nicht so hastig das Haus verlassen hätte. Kurz nachdem ich die Ereignisse im oberen Flur belauscht hatte. Ich wollte mir noch schnell ein bisschen die Beine vertreten und frische Luft schnappen. Das wird doch wohl noch erlaubt sein. Das schon. Diebstahl und Mord allerdings nicht, Mr. Higgins. Ich bleibe auf jeden Fall dabei, dass es absurd ist. Welchen Grund sollte Mr. Higgins haben, uns zu bestehlen? Seine Familie ist eine der reichsten und angesehensten im ganzen Land. Herr Präsident, dürfte ich vielleicht... Ich muss Ihnen sagen... Mann, Harrington, sprechen Sie doch laut! Ich verstehe kein Wort! Ich bin mir nicht sicher, ob... Hat es etwas hiermit zu tun? Ja, ich denke schon. Ja, dann sprechen Sie! Ich habe vor einiger Zeit das Gerücht gehört, dass das Anwesen der Familie Higgins hoch verschuldet ist und dass Mr. Higgins kurz vor dem Bankrott steht. Es ist natürlich nur ein Gerücht. Ich habe das selbstverständlich für Unsinn gehalten, aber in Anbetracht dieser Ereignisse... Fillmore Higgins, ist das wahr? Ja, es ist wahr. Mr. Higgins, es ist ein Skandal, dass Sie uns darüber nicht informiert haben. Sie wissen, dass wir unter diesen Umständen sofort Ihren Ausschluss aus dem Club hätten einleiten müssen. Entschuldigen Sie bitte, aber ist es nicht ein wesentlich größerer Skandal, dass hier ein Mensch zu Tode gekommen ist?
Ach, lassen Sie mich doch endlich mit Ihrem toten Diener in Ruhe. Mr. Higgins, in meiner Funktion als Präsident des Clubs der 12 Fische entziehe ich Ihnen mit sofortiger Wirkung die Mitgliedschaft. Sie haben Schimpf und Schande über unseren Club gebracht. Schämen Sie sich dafür. Verlassen Sie auf der Stelle diesen Raum. Monsieur Vernon wird Sie in Gewahrsam nehmen, bis die Polizei eintrifft. Selbstverständlich, Mr. Audley. Ich werde gehen, Herr Präsident. Aber anders, als Sie es sich vorstellen. Geben Sie mir die Sachen, Pater. Ich denke nicht dran. Wie Sie wollen. Pater. Oh, mon Dieu. Wenn Sie mir die Sachen nicht geben wollen, müssen Sie mich eben begleiten. Zurückbleiben! Wagen Sie es ja nicht, mir den Weg zu verstellen. Ich habe nicht die geringsten Skrupel, dieser Ausgeburt der Hölle das Genick zu brechen. Da muss ein Missverständnis vorliegen. Die Ausgeburt der Hölle sind Sie. Ah, immer zu Späßen aufgelegt, was? Nur zu, Pater, nur zu. Genießen Sie Ihre letzten Minuten auf Erden. Lassen Sie diese Albernheiten, Higgins. Sie können den Mann doch nicht einfach umbringen. Ach, und warum nicht? Ohne diesen verfluchten Priester wäre doch niemals jemand dahinter gekommen. Sie alle hätten einen Tag lang den Geschmack der Armut auf den Lippen gehabt und wären dann zurück nach Hause gefahren in ihren Reichtum. Und ich wäre durch das Geld und die Juwelen saniert gewesen. Wenn dieser Hobby-Schnüffler hier nicht seine Nase in Dinge gesteckt hätte, die ihn nichts angehen, wären alle zufrieden gewesen. Alle, außer dem toten Mr. Millwood. Das ist doch nicht meine Schuld. Was treibt der Kerl sich auch da oben rum und kommt mir in die Quere? Und überhaupt, wer vermisst schon einen toten Diener? Ja! Die lebenden Diener, du Mistkerl. Die teure Vase. Mr. Fulham, wie konnten Sie nur? Sollte ich etwa zusehen, wie dieser Kerl Pater Brown umbringt? Sie sollten ihn fesseln, falls er wieder aufwacht, bevor die Polizei hier ist. Ich danke Ihnen, Henry. Keine Ursache. Im Grunde habe ich Ihnen zu danken. Wenn ich mit dieser Geschichte hier keinen Bestseller lande, müsste es schon mit dem Teufel zugehen. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass ich in Wahrheit Schriftsteller bin. Als Diener arbeite ich nur, bis meine Karriere in Gang gekommen ist. Sie wollen doch nicht ernsthaft irgendjemandem davon erzählen, was sich hier zugetragen hat. Und ob ich das will. So einen spannenden Stoff werde ich mir doch nicht durch die Lappen gehen lassen. Ein Mordfall im ewigen Kampf arm gegen reich. Ein reicher Herr als Dieb und ein Pater als Detektiv. Die Verlage werden mir das Manuskript aus den Fingern reißen. Monsieur Vernon, Sie müssen das verhindern. Sie haben dem Club der 12 Fische absolute Geheimhaltung zugesagt. Ich kann es unmöglich dulden, dass dieser peinliche Vorfall ans Licht der Öffentlichkeit kommt. Mr. Fulham, ich untersage Ihnen hiermit in aller Form, etwas von den Geschehnissen dieses Abends nach außen dringen zu lassen. Mit allem nötigen Respekt, Monsieur Vernon. Sie können mich mal. Heute ist der letzte Abend, an dem ich für Sie arbeite. Womit wollen Sie mir drohen, dass Sie mich rausschmeißen? Diese Geschichte wird mein Durchbruch als Schriftsteller werden und Sie können das nicht verhindern. Das ist ein Skandal. Und was für einer. Meine Herren, bitte beruhigen Sie sich. Ich hätte einen Vorschlag zu machen, der Sie eventuell alle zufriedenstellen könnte. Sprechen Sie, Pater. Mr. Fulham möchte Karriere als Schriftsteller machen. Allerdings fehlten ihm bisher die notwendigen finanziellen Mittel. Sie alle hier haben ein ausgeprägtes Interesse daran, dass niemand von den Ereignissen des heutigen Abends erfährt und verfügen außerdem über ein enormes Vermögen. Sie meinen, wir sollen ihm Geld bieten, damit er schweigt? Also bitte, wie viel verlangen Sie? Ich lasse mich nicht durch Geld mundtot machen. Diese Geschichte ist viel zu gut, als dass sie der Welt der Literatur verloren gehen dürfte. Nein, nein, das meinte ich gar nicht. Sehen Sie, Henry, natürlich kann Ihnen niemand verbieten, eine Geschichte aus den Ereignissen dieses Abends zu machen. Aber müssen Sie denn unbedingt Namen nennen? Vielleicht können Sie das eine oder andere abwandeln, mit dichterischer Freiheit. Naja, möglich wäre das natürlich schon. Und Sie, meine Herren, könnten mit Ihrem Geld etwas Nützliches machen. Zum Beispiel eine Kulturstiftung gründen, mit der Sie junge schriftstellerische Talente finanziell fördern. Wie Mr. Fulham. Ach so, meinen Sie das? Das ist eine interessante Idee. Wir müssen natürlich darüber diskutieren. Aber ich denke, dass wir uns mit Mr. Fulham handelseinig werden sollten. Sehr schön.
Herr Präsident. Was ist denn jetzt noch, Harrington? Wir haben da noch ein Problem. Nämlich? Das 12. Mitglied. Da Mr. Higgins ja nun ausgeschieden ist, brauchen wir dringend ein neues 12. Mitglied. Die Clubsatzung verlangt es, dass wir die Versammlung nie mit weniger als 12 Mitgliedern auflösen dürfen. Richtig. Wo kriegen wir jetzt so schnell jemanden her? Die Liste von Anwärtern ist zwar lang genug, aber natürlich haben wir niemanden herbestellt. Es konnte ja schließlich keiner mit diesem bedauerlichen Ereignis rechnen. Wenn Sie gestatten, auch hierfür hätte ich einen Vorschlag. Es ist zwar durchaus unüblich, dass sich ein Außenstehender in die Belange des Clubs einmischt, aber da es sich hierbei quasi um eine Notfallsituation handelt, bin ich sicher, dass die Herren nichts dagegen haben werden. Wie wäre es mit Ihrem Gastgeber, Monsieur Vernon? Mit mir? Soweit ich es beurteilen kann, würde er doch sehr gut in Ihre Runde passen. Nun ja, darüber hatte ich selbst auch schon nachgedacht. Ich hatte sogar vor, ihn in der heutigen Sitzung auf die Liste der Anwärter auf die Clubmitgliedschaft setzen zu lassen. Na sehen Sie. Mr. Audley, meine Herren, es wäre mir wirklich eine unbeschreibliche Ehre. Machen wir es kurz. Darf ich um Ihre Handzeichen bitten, meine Herren? 9, 10, 11. Einstimmig, Herr Präsident. Monsieur Vernon, ich darf Sie herzlich als neues Mitglied im Club der Fischer begrüßen. Bitte setzen Sie sich zu uns an den Tisch. Ich bin sprachlos vor Freude. Ich möchte einen Antrag stellen, Herr Präsident. Bitte? Zur Erinnerung an die Ereignisse des heutigen Tages möchte ich vorschlagen, Neuerungen bei den Ritualen des Jahrestreffens einzuführen. Zunächst einmal halte ich es für einen unsäglichen Zustand, dass wir durch unsere Kleidung nicht von der Dienerschaft zu unterscheiden sind. Ich beantrage daher auf den zukünftigen Jahrestreffen für die Clubmitglieder das Tragen grüner Fracks zur Pflicht zu machen. Warum nicht blau? Wie ich sehe, werden wir noch genauer darüber zu diskutieren haben. Des Weiteren schlage ich vor, in Zukunft nur 11 Diener im Haus zu haben, dafür aber Pater Brown als Ehrengast, um wieder auf die Zahl 12 zu kommen. Oh nein, das ist ein wenig zu viel der Ehre, meine Herren. Ich bin sicher, Sie werden sich ja ohne meine Anwesenheit an die Ereignisse dieses Abends erinnern. Das ist sehr bedauerlich, Pater. Wollen Sie nicht noch einmal darüber nachdenken? Danke, nein. Aber Sie haben ja nun noch einiges, worüber Sie nachdenken müssen, meine Herren. Zum Beispiel über die neue Farbe Ihrer Fracks. Ich hoffe, Sie gestatten daher, dass ich mich zurückziehe. Wie Sie meinen. Begleiten Sie mich, Henry? Natürlich. Wie ich schon sagte, grün scheint mir eine angemessene Farbe zu sein. Ich weiß gar nicht, was Sie gegen Blau einzuwenden haben. Was für ein Verein von Irrsinnigen. Nicht wahr? Und diese Leute beherrschen mit ihrem Geld unser ganzes Land. Vergessen Sie das nie. Manchmal wünschte ich, dass das Reich von unserem Herrn Jesus doch von dieser Welt wäre. Naja, Sie müssen ja nicht gleich so hochgreifen. Mir würde es schon reichen, wenn nur ein paar vernünftige Menschen an der Macht wären. Aber wie es aussieht, wird diesbezüglich wohl weder Ihr Wunsch noch meiner in Erfüllung gehen. Ich hoffe, dass wenigstens Ihr anderer Wunsch in Erfüllung geht, mein lieber Henry, der mit der Schriftstellerei. Nach Ihren wunderbaren Verhandlungen da drinnen habe ich daran keine Zweifel. Falls Sie jemals Ihre Soutane an den Nagel hängen wollen, engagiere ich Sie sofort als meinen Manager. Danke für das Angebot, aber ich glaube, dass ich meinem Beruf noch etwas länger treu bleiben werde. So, und jetzt gehe ich schlafen. Ich bin nämlich fürchterlich müde. Seien Sie doch so gut und wecken mich, wenn die Polizei kommt. Ja, mache ich, Pater. Gute Nacht. Ach, und Henry? Ja? Wenn Sie die Geschichte aufschreiben, werden Sie jetzt doch die Namen ändern, oder? Da der Club ja offensichtlich bereit ist, mir dafür viel Geld zu zahlen, wäre ich schön dumm, wenn ich es nicht täte. Ich kann Ihnen zwar kein Geld bieten, aber vielleicht wären Sie trotzdem so nett, auch mir einen anderen Namen zu geben. Wissen Sie, dem lieben Gott ist es egal, wenn ich ein wenig Detektiv spiele. Aber meine Vorgesetzten sehen das nicht so gerne. Alles klar, ich werde Sie einfach Pater White nennen. Das ist überhaupt eine gute Idee. Was halten Sie von Ein Fall für Pater White als Titel für die Geschichte? Das klingt doch spannend, oder? Sehr spannend.
Ich glaube, ich fange gleich an zu schreiben, sonst habe ich die wichtigsten Sachen schon wieder vergessen. Ja, das mache ich. Gute Nacht, Henry.